Hallöchen, meine lieben Zoo-Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo Europa Pack. Und zu guter Letzt haben wir heute den Alpensteinbock heute mit am Start. Da sehen wir schon das Tierchen. Ja, ein Tier, was mehr so Kletterumgebung braucht. Also die leben ja so mehr so in den Alpen, wo es mehr so bergauf geht und alles. Und das habe ich dann halt auch, man sieht es schon so ein bisschen im Hintergrund, versucht so ein bisschen nachzubauen. Letztendlich fangen wir aber tatsächlich erstmal damit an, das Gehege zu bauen, den groben Umriss. Wir sind ja immer noch im Kleintierwildpark. Und da hat irgendwas nicht funktioniert mit dem Gehegebau. Also irgendwas musste ich dann nochmal nachkorrigieren. Genau, man sieht es jetzt halt, die Fensterfront, die war irgendwie schwupps und weg war sie. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich ziehe das jetzt alles noch ein bisschen länger nach vorne an den Weg, dass die Besucher besser da gucken können. Erst hatte ich noch überlegt, da so eine Plattform zu machen, also so eine Aussichtsplattform, wo die Leute dann nochmal hochgehen können und dann sich das angucken können. Habe ich mir dann aber doch gedacht, ach komm, lass es. Die Leute sehen vorne genug, deswegen. Und man sieht es wahrscheinlich auch noch zwischendurch, wenn die Besucher auf den Platz sind, wo noch Gebäude hinkommen. Und da ja noch ganz viele Berge hinkommen und alles. Aber das sehen wir jetzt uns erstmal die Tierchen an, wie die Alpenböcke aussehen, wie mein erster Eindruck ist. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja, ich sag's, die sind blind, volle Möhre. Bams, bams, bams. Oh, da. Da sind sie. Die kleinen Tierchen. Klein? Warum seid ihr denn so groß? Hey. Ach ja. Schon cool. Vor allem schöne Farbe. Nicht schlecht. Von den Hörnern habe ich ja so ein bisschen Angst, ne? Also die sollte man nicht schon unterschätzen. Naja, die Frage ist eher, was machst du hier? Doch, sehr, sehr gut. Finde ich nicht schlecht. Die Weibchen, wie sehen die Weibchen aus? Ach, guck mal hier, sogar mit Grau. Mit Grau? Really? Braunes, dichtes Fell. Also für mich ist das eher grau hier. Das ist nichts braun. Naja. So, nachdem ich mir jetzt einen ersten Eindruck von den Alpenböcken und Schafen habe, oder von dem Alpensteinbock, ich sage immer Böcken, aber die heißen ja Steinbock, Alpensteinbock. Ja, bin ich jetzt schon dabei, dass einmal zu alles, ja, glätten und so. Ich habe ja diese Klötze genommen zum, ja, einfach Berge stapeln und ziehe das jetzt einfach noch ein bisschen mehr glatt. Zwischendurch hatte ich spontan die Idee, da nochmal so einen Unterstand mit reinzubauen, nochmal einen Durchgang, so einen Tunnel. Das seht ihr gleich alles noch.
und ziehe hier und da so ein bisschen was ja nach vorne, damit es halt ein bisschen mehr so ungleichmäßiger aussieht, halt einfach wie so ein kleiner Berg, wo die drauf rumspringen können. Und da muss ich wirklich sagen, das klappt tatsächlich sehr, sehr gut. Also es sieht nicht irgendwie komisch aus, wenn sie dann da rumlaufen oder so. Also das wurde sehr gut animiert. Muss man an der Stelle mal ein Löbchen dalassen. Ja, wie gesagt, ich ziehe und zerre jetzt da noch ein bisschen dran rum, dass das halt alles so ein bisschen ja mehr so nach Hügelberg aussieht. Gucke halt, dass die da überall drankommen. Hab dann auch teilweise festgestellt, sie können an gewisse Stellen nicht drankommen oder können nicht hochspringen. Was mich so ein bisschen gewundert hat, weil ich bin der Meinung, dass sie in ja im echten Leben ziemlich gut springen können. Aber na gut, was nicht ist, das wird passend gemacht. Ihr kennt ja mein Motto, und ihr seht auch schon, dass ich sehr, sehr lange mit diesem Mittelpunkt des Geheges beschäftigt bin. Also dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Bergklotz, den ich da reingesetzt habe. Da habe ich wirklich sehr, sehr lange dran rummoduliert und alles. Ich habe tatsächlich da keine Steine weiter dran gesetzt. Also es ist halt irgendwie, ich habe das Gefühl, weil es halt der Kleintierwildpark ist, dass da irgendwas aktuell sowieso nicht in Ordnung ist, dass da sehr stark was irgendwie immer verbuggt ist oder so. Ich weiß es nicht. Also ich habe so ein bisschen aktuell Angst um diesen Zoo, dass ich den irgendwie abreißen, nochmal komplett abreißen muss. Oder halt ja sogar löschen muss, weil einfach aktuell nichts mehr geht, weil es wird mir so viel Fehlermeldung angezeigt und so. Das kannst du mir auch gerne mal in die Kommentare mit reinschreiben, ob das bei euch auch so ist, ob ihr ab einem gewissen Punkt, wenn ihr so und so viele Tiere habt oder so eine bestimmte Größe habt, dass es halt auch nicht mehr richtig funktioniert. Das würde mich mal brennend interessieren, ob das bei euch auch so der Fall ist. Wäre ich sehr dankbar für ein bisschen Feedback. Letztendlich wird dann nur noch im Hintergrund ein bisschen, ja, das Gehege jetzt schön gemacht. Es werden Bäume gesetzt, es werden nochmal so kleine Pflänzchen gesetzt, so ein bisschen Gras überall. Und da sehen wir zwischendurch auch schon die neuen Spielzeuge. Da sehen wir jetzt nochmal so ein bisschen die, ja, die Animation, was ich vorhin sagte. Also das sieht gar nicht so schlecht aus. Es sieht jetzt nicht so verbuggt aus wie sonst immer, wenn sie so ein bisschen berghoch stehen. Und ja, es werden noch Steinchen gesetzt. Ich habe noch so ein bisschen im Off, ja, quasi noch mal so ein bisschen Pflanzen vorne gesetzt. Letztendlich sind es ein bisschen viele Pflanzen geworden, was sie nicht so geil finden. Aber es ist mir egal. Es sieht einfach schön aus. Und ja, dementsprechend bekommen sie das jetzt noch einfach damit reingesetzt. Müssen sie mit leben. Den ersten Nachwuchs gibt es tatsächlich auch schon. Ja, meine, den sieht man gleich, wenn wir das so ein bisschen nochmal durchschwenken, das Gehege. Und ja, ich wünsche euch in dem letzten Stück viel Spaß und wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao, ciao!